Und wie schaut's aus, Max? Hast du jetzt schon in der Reise? Jetzt wird's dann eh schon mal Zeit. Na ja. Ja, was heißt jetzt noch ja? Ist das jetzt ein Ja oder nein? Ja, weißt du, das ist so eine Sache mit dir, Meister. Bis man da die richtige findet. Das ist wie wenn man noch im riesigen Heuhaufen sucht. Okay, gib du eh so viel feste Messer. Ich weiß eh, das ist nicht so leicht. Aber schreib halt auch mal so eine Nase in die Zeitung. Da schau her, das tun nicht viel Leute. Hey Mama, du bist ja raffiniert. Das mach ich gleich. Ich suche eine herzerwärmende Frau, die Bewegung. Schreibt man das groß oder klein? Groß, das ist ein Nomen. Bewegung in mein Leben bringt und sie soll ein Licht in mir erleuchten und ein sonnenstrahlendes Lächeln haben. Und sie soll mir mein Leben lang treu sein und mir gehören. Und hey Pur, ernst noch, leg dir ja ganz Tare zu. Boah, das Kleidungsrätsel ist ja echt nicht ohne. Schatz an, was ist denn ein Physiker da mit der komischen grauen Stehfrisur da? Ich meine, das ist der Einstein, oder? Stimmt. Bonjour, je m'appelle Atomien. Es ist eine Erdbewerte für dich und mich. Hello, my name is Atomien. And I will be your girlfriend. Ja, was ist denn das für eine? Verstehst du das überhaupt? Nein, ich kann es ja auch auf Deutsch. Schließlich bin ich auf der ganzen Welt bekannt. Du hast in deiner Nase geschrieben, du suchst eine Frau, die Licht in dein Leben bringt. Kein Problem. Gerne bringe ich Licht nicht nur in dein Leben, sondern auch in dein ganzes Haus. Wenn du es dir nur leisten kannst, sorge ich auch für Wärme überall um dich herum. Außerdem kann ich alles erdenklich in Bewegung setzen. Ich strahle sogar rund um die Uhr. Meine Treue zu den Menschen reicht weit über den Tod hinaus. Besonders wenn mir etwas passieren sollte, strahle ich auch noch für deine Nachkommen. Eines kann ich dir auch noch versichern. Verläuft der Vertrag problemlos, kommt es dir nicht teuer. Sollte mir aber etwas zustoßen, dann musst du auch viel bezahlen. Womöglich auch mit deinem Leben. Eines in deiner Nase kann ich dir unmöglich erfüllen. Nie werde ich dir allein gehören, denn meine Auftraggeber sind mächtige Konzernmanager. Ja, hallo. Na, das ist ja dann schon was wie eine Zuhälterei. Ja, und wenn der was passiert, dann sind wir alle dran. Ich mag wohl, mit der wird es nicht schwer. Und außerdem. Dann weißt du bis jetzt noch nicht so recht, wo man den radioaktiven Müll. Atombombe! Radioaktiven Müll! Terrorismus! Atombombe! Hört auf! Ich hab's eh schon gecheckt, die ist auch nichts für mich. In der Tat, hübsches Mädchen, würde mir auch ganz gut gefallen. Als Forscher bin ich von ihrer inneren Power natürlich sehr angetan. Lassen Sie mich das Phänomen, aus der die Atomenergie ihre innere Kraft schöpft, erklären. Das Holz wurde in drei Teilen zerlegt. Meinem Vater, dem guten alten Albert, ist es gelungen, Atomkerne zu spalten. Er hat dabei festgestellt, dass die Zerfallsprodukte weniger wiegen als vorher. Was ist geschehen? Die fehlende Masse ist zur Energie geworden. Eigentlich unvorstellbar. E ist gleich m mal c Quadrat. Das Ergebnis wäre eine fürchterlich große Zahl. Ein Beispiel lässt uns zwar nicht verstehen, aber es verdeutlicht uns die Verhältnisse bei der Kernspaltung. Wenn ich nur 1 Gramm Uran spalte, bekomme ich die gleiche Menge Energie wie ein 33 Kilometer langer, mit Koks beladener Zug. Das ist verlockend, kann aber leider sehr gefährlich sein. Hey Bur, weißt du, was Wasserfisch auf Englisch heißt? Das ist ja leicht. Waterproof. Stimmt, das geht rein. Hallo, ich bin Stausia. Auch ich habe deine Annals gelesen und bin an dir interessiert. Freut mich, dass du dich bei mir gemeldet hast. Sitz dich her zu mir. Das ist eine Fäsche, die gefällt mir. Aber eines muss ich dir gleich am Anfang sagen.
Eifersucht darf kein Thema für dich sein, denn ich werde nicht mehr dir allein gehören. Meine Dienste wirst du aber bezahlen müssen. Eigentlich bin ich ja günstig zu haben, aber durch meine langen Leitungen, mit denen ich zu dir kommen kann, entstehen viele Nebenkosten. Ja, ja, und so manche Raubritter liegen auch am Weg. Durchleitungsgebühr, Mehrwertsteuer etc. etc. Aber die anderen Punkte, die du in deiner Annonce aufgezählt hast, kann ich dafür sehr gut erfüllen. Ja, Bub, also ich muss schon sagen, die ist mir im Großen und Ganzen echt sympathisch. Ich bin Professor Ressel und mein Thema ist die Wasserkraft. Erfahrungen mit der Nutzung der Wasserkraft haben wir schon lange. Weltweit wird die Wasserkraft zur Erzeugung von Energie genutzt. In Österreich ging das erste Wasserkraftwerk 1884 in Betrieb. In Österreich werden rund 60% des Stroms aus Wasserkraft erzeugt. Das geht, weil wir die Donau und viele andere steile Flüsse haben. Durch die Errichtung von Stauseen ist es uns gelungen, die Energie zu speichern. Das Kraftwerk Karbon und der Moserbohm-Stausee sind sogar zum heimlichen Wahrzeichen Österreichs geworden. Nur große Betriebe, wie zum Beispiel die Energie AG, können diese Energiemassen bewältigen. Ihre Dienste sind im Vergleich zu den Energiekosten nicht gerade billig. Der Riesenvorteil liegt darin, dass die Wasserkraft Tag ein, Tag aus in berechenbaren Mengen zur Verfügung stellt. Deshalb wird Stausee auch im Hause Österreich aufgenommen. Im Gemeindegebiet von Haslach nützt ein Kleinkraftwerk die Energie der steinernen Mühle. Boah, jetzt stehe ich wirklich auf der Leitung. Ja, Mahe, weißt du, du taubst dort von Russland nicht? Nein. Das war's ja, Moskau. Ah ja. Hallo, grüß euch. Ich bin Bionika und bin mir sicher, dass ich Licht, Wärme und Bewegung in dein Leben bringen kann. Meine Kraft und meine Energie nehme ich aus den pflanzlichen Abfällen und bin daher sehr kostengünstig und umweltfreundlich. Ich kann leider nicht für dir allein existieren, weil ich mich in einer überschaubaren Dorfgemeinschaft einfach weit wohler fühle. Was ich auch noch dazu sagen muss, ich habe leider auch eine verschwenderische und rücksichtslose Seite. Hey Bub, wenn du auf die richtige Rohstoff gewöhnt sitzt, wäre es sehr geschickt für dich. Schatzel, möchtest du noch einen Kaffee bringen? Sicher. Eigentlich können wir es mit so einem umweltfreundlichen Mahl eh ganz gut vorstellen. Aber ich bin mir sicher, dass da noch besser nicht die, was ich für mich allein habe. Ich bin Professor Bionik. Lassen Sie mich erklären, was ich dir bieten kann. Bioenergie wird aus pflanzlichen Abfällen hergestellt. In speziellen Anlagen wird Biogas produziert. Es besteht hauptsächlich aus Methan. Kritisch zu bemerken ist, Großkonzerne kaufen große Ländereien zum Anbau von Biomasse, zur Produktion von Bioenergie. Die landwirtschaftlichen Flächen sollen aber für die Erzeugung von Lebensmitteln genutzt werden. Die Produktion aus Abfällen ist positiv zu bewerten. Jedoch sollen die landwirtschaftlichen Flächen für die Lebensmittelproduktion zur Verfügung stehen. Im Klartext, ihr seid nicht füreinander bestimmt. Schau, was da steht. Japan, letztes AKW vom Netz genommen. Japaner fordern dauernd auf den Ausstieg aus Atomenergie. Kohle, Öl und Gas wieder als Energieträger genutzt. Nicht schlecht. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Zemeka Kalorika und beziehe meine Energie aus Rohstoffen wie Kohle, Erdöl und Erdgas. Dich werde ich überleben, aber weil ich sehr begehrt bin und meine Reserven begrenzt sind, ist mein Ablauf dazu vorhersehbar. Ich bin zwar als bewährt, aber meine Abgase und der Feinstaub belasten die Umwelt sehr. In deinem Leben kann ich die Wünsche der Annonce aber noch gut erfüllen. Also, die Ehrlichkeit gefällt mir echt gut. Aber wenn ich weiterdenke, dann kann ich nicht auf die Bau. Gestatten, Professor James Watt. Mein Thema ist thermische Energie. Sie wird aus Kohle, Öl und Gas gewonnen.
Auch Atomkraftwerke erzeugen auf thermischem Weg elektrische Energie. Im 18. Jahrhundert brachte die Erfindung der Dampfmaschine eine industrielle Revolution. Damals war Kohle als Energieträger nicht mehr wegzudenken. Durch steigendes Umweltbewusstsein und vor allem die Abgasproblematik haben die thermische Energie danach in den Hintergrund gedrängt. Derzeit erleben die kalorischen Kraftwerke, also der Einsatz von Kohle als Energieträger, wieder eine Renaissance. Vor allem in Deutschland, wo ein Atomausstieg geplant ist, wird die fehlende Energie aus Kohle bezogen. Doch die Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen ist das Ziel. Nachhaltig stehen die Chancen für thermische Energie schlecht. Sie ist keine Grundlage für eine gemeinsame Zukunft. Zusammenfassend, eure Chancen stehen unter einem schlechten Stern. Welche Energie von das Viertes und Buchstaben D? Ad Windenergie. Bin ich hier richtig, Herr Max? Ja, sicher. Komm einer. Hallo, ich heiße Mili. Auch ich bin auf der Suche nach dem passenden Partner. Ich bin davon überzeugt, dass ich all deine Kriterien erfüllen kann. Mein einziger Nachteil ist, dass ich nicht so viel Energie über weite Strecken liefern kann, da ich nur in windigen Gebieten vertreten bin. Und durch meine langen Leitungen kann ich nicht immer meinen ganzen Charme und Humor mitbringen. Aber ich habe viele Vorteile. Ich bin dir fast immer erhalten. Und manchmal musst du trotzdem ohne mich auskommen. Ich werde dir dein Leben lang treu sein und mich bemühen, dir genügend Leistung zu bringen, damit sich unsere Ehe rentiert. Aber Bub, pass auf, nicht, dass du mir Ruhe treibt. Für das, was du dir heimbringst, kommst du schon ganz jetzt da. Bei der Windenergie möchten wir uns auf ein Thema konzentrieren. Das ist das Problem des Stromtransports über weite Distanzen. Schauen wir uns dieses Modell an. Bei kurzen Leitungen zwischen Verbraucher und Stromquelle, da leuchtet das Lämpchen noch gut. Doch wenn wir die Leitungen verlängern, dann leuchtet das Lämpchen nur noch ganz schwach. Das Problem kann man lösen, indem man höhere Spannung anlegt. Jetzt leuchtet das Lämpchen wieder genauso gut wie vorher. Weiteres zum Thema Hochspannung wird Ihnen jetzt mein Kollege erzählen. Die neuen Atomkraftwerke produzieren jährlich 12 Milliarden Kilowattstunden. Das ist rund ein Fünftel der gesamten Stromproduktion Österreichs. Jetzt zurück zur Windenergie. Die Windräder hier im Mühlviertel produzieren jährlich 31,2 Kilowattstunden Energie. Das ist der 40. Teil, was die neuen Donaukraftwerke produzieren können. Zahlt sich deine Hochspannungsleitung wirklich aus? Hey, was ist aber wirklich die beste Energieform? Du, das weiß ich nicht. Hallo, ich bin Sanni. Heute ist ein Sonnenstrahlentag. Und seitdem ich deine Annonce gelesen habe, kann ich an nichts anderes mehr denken, als an deine rührenden Worte. Seit Tagen freue ich mich schon auf unsere erste Begegnung. Ist schon recht. Jetzt beruhig dich mal, sieh dich her zu uns und erzähl, was du unserem Wurm eigentlich zu bieten hast. Ich hole meine Energie aus einer unerschöpflichen Quelle. Meine Energie entsteht bei Kernfusionsvorgängen im Inneren der Sonne. Die Sonnenstrahlen scheinen auf dem Dach. Dort verwandeln Kollektoren Wärmestrahlen in Warmwasser. Solarzellen formen Lichtstrahlen in elektrische Energie um. Ich benötige also keine Transportmittel für meine Energie. Der Weg zwischen Umwandlung und Verbrauch ist kurz und daher ohne Verluste. Ich bringe Licht, Wärme und Bewegung ohne CO2-Ausstoß. Die Umwelt wird es uns danken. In der Nacht raste ich mich aus, damit ich am nächsten Morgen wieder mit Schwung und Energie in den Tag starten kann. Auch an kühlen Wintertagen
produziere ich Strom. Entwickeln wir gemeinsam eine Speichermöglichkeit für meinen Überschuss an Energie. Dann kann ich dich rund um die Uhr mit Energie versorgen. Wie du siehst, kann ich all deine Kriterien erfüllen. Boah, das ist eine Traumfrau. Jetzt reiß dich mal zusammen. Nein, Vater, die gehört jetzt schon mir. Und wenn es einmal so weit ist, kannst du einmal so einen nachschreiben. Dann findest du auch sicher so ein junges, fesches Mädel. Ja, aber dafür weiß ich jetzt, was die beste Energie für mich ist. Sonnenenergie. Ja, ja, Sanni. Und mit dir werde ich in Zukunft auch gern rechnen. Rechnen, das ist unser Job. Sehen wir uns die Verhältnisse etwas genauer an. Die Sonne, unser Atomkraftwerk, weit genug von der Erde entfernt, um nicht gefährlich zu sein und nahe genug, um ihre Energie zu nutzen. Besonders interessant für uns ist der Energieabschluss. In der Sekunde werden 700 Millionen Tonnen Wasserstoff durch Kernfusion zu 695 Millionen Tonnen Helium umgewandelt. Dabei werden 5 Millionen Tonnen Masse in Energie umgeformt. Das ergibt nach der Formel E ist gleich m mal c Quadrat 386.000 Millionen Milliarden Billionen Billiarden Trillionen Megawatt. Aber wenn man sich den Kilowatt mehr vorstellen kann, müsste man noch 300 zutun. Durchschnittlich stehen in Österreich rund 1100 Kilowattstunden an Sonnenstrahlung zur Verfügung. Ein Drei-Personen-Haushalt hat einen durchschnittlichen Stromverbrauch von 3500 Kilowattstunden. Mit der Energie, die ein Quadratmeter Solarzellen in elektrische Energie umwandeln, könnte man 260 Watt Lampen ein Jahr lang 24 Stunden am Tag mit der Energie versorgen. Zwei Schlagwörter beschreiben die Solarenergie in Zukunft. Selbsterzeugt, selbstverbrauchen. Von der Politik wünschen wir uns keine Bevorzugung von Megaprojekten, sondern mehr Investitionsförderungen für kleine Solaranlagen.